Sekiro: Shadows Die Twice. In den letzten Jahren der Sengoku-Ära wurde Japan von ewigen Kriegen erschüttert. Die Kriegsfeuer loderten. Selbst Ashina in den Bergen war von den Flammen nicht gefeit. Er wich dem Schlag seines Gegners aus und blockte den nächsten. Doch die gewaltige Kraft der Hellebarde schleuderte ihn zurück. Mit entschlossenem Blick stürmte er wieder auf seinen Gegner los. Sein Schwert bohrte sich in den Fuß, doch der nächste Angriff wurde pariert. Die Waffen verkeilten sich. Die beiden Kämpfer stießen sich voneinander weg. Eine gezielte Bewegung und das Schwert schnitt in den Bauch seines Widersachers. Dieser ging auf die Knie. Das Schwert drang in den Hals ein. Er riss es wieder heraus und eine Fontäne des Blutes folgte. Dann fiel sein Gegner zu Boden. General Kamura wurde besiegt! Ishii Ashina, der berühmte Schwertmeister, inszenierte einen blutigen Coup, um das Land zu beherrschen. In der Dämmerung saß ein Junge zwischen den Leichen der Krieger. Ein Mann ging mit langsamen Schritten auf ihn zu. Als er bei ihm war, schnitt er mit seinem Schwert über das Gesicht des Kindes. Keine Reaktion. Dieser arme Straßenköter scheint verrückt zu sein. Der Junge ergriff die Klinge des Schwertes. Nun sieh mal an. Verheißungsvoll. Kommst du mit mir, hungriger Wolf? An diesem Tag wurde ein junger Wolf vom Schlachtfeld gerettet. Er trainierte ohne Unterlass und wurde zu einem Meister-Shinobi. Hör zu, Wolf. Vergiss niemals die eisernen Regeln. Als dein Vater ist mein Wort absolut. Das Wort deines Herrn ist bestimmend. Von heute an ist er dein Herr. Verteidige ihn mit deinem Leben, wird er gefangen. Hol ihn zurück, was es auch koste. Verstanden, oder Wolf? Um die 20 Jahre nach Ishins Coup stand Ashina kurz vor dem Zusammenbruch. Und der Shinobi, den man Wolf nannte, verlor alles. Den Vater, der ihn aufgenommen hatte, und den Jungen, den zu schützen er geschworen hatte. Die verschneiten Straßen der Ashina-Talsperre reflektierten die hellen Strahlen der Sonne. Die Schritte einer einzigen Person hallten durch die Luft. Langsam ging sie zu einer Öffnung im Boden. An dessen Grund saß der Shinobi. Shinobi, öffnet eure Augen zum Wohle eures Herrn. Sie ließ einen Bündel Papiere in die Öffnung gleiten. Der Shinobi hob den Kopf. Er stand auf, den Blick auf das Bündel gerichtet. Dann ging er darauf zu. Der Inhalt lautete: Kuros Wolf, euer Schicksal erwartet euch im Mondblickturm. Entkommt aus dem Brunnen und findet den in Mondlicht getauchten Turm. Auch ohne Klinge könnt ihr ihn erreichen. Seid lautlos, seid aufmerksam. Er verließ den Brunnen, der ihm seit Tagen als Gefängnis und Exil diente. Er erklomm den Ausgang und erreichte die Straße der Talsperre. Vor ihm
standen zwei Wachsoldaten. Der Shinobi auf dem Grund des Brunnens. Wir haben ihn weder gefesselt noch angekettet. Macht sich niemand Gedanken deswegen? Ganz und gar nicht. Er ist unbewaffnet und hat seinen Lebenswillen verloren. Er ist bloß ein Feigling, der unserer Sorge unwürdig ist. Nachdem er das Gespräch der beiden belauschte, schlich er weiter. Der Turm war nahe einer Schlucht erbaut. Er hangelte sich an den Vorsprüngen entlang und erreichte so eine unbewachte Öffnung. Er stieg ein. Ich bin froh, dass du hier bist. Es ist lange her, Wolf. Ich werde euch befreien, mein Herr. Also dann? Erhebe dein Haupt. Kusabi Maru, dein Schwert. Mein Shinobi. Im Rahmen des Bündnisses von Herr und Gefolgsmann stellst du dein Leben in meinen Dienst. Wie ihr wünscht. Treuer Wolf, du bist verletzt? Ich habe etwas, das helfen könnte. Es ist eine besondere Kürbisflasche mit Heilwasser. Heile damit deine Wunden. Kurosama. Nun dann, warst du danach schwer verletzt? Danach? Wonach denn? Erinnerst du dich nicht an jene Nacht? Nein. Nein, wir reden später darüber. Jetzt müssen wir erst einmal aus der Ashina-Burg fliehen. Wie ihr wünscht. Unter der Brücke, über dem Burggraben, gibt es einen Geheimgang, der aus der Burg führt. Ishin-sama hat mir davon erzählt. Finde diesen Geheimgang für mich. Wenn du ihn gefunden hast, dann pfeif auf einem Schilfrohr, wie du es früher einmal gemacht hast. Ich komme, sobald ich das Pfeifen höre. Mit dem Katana und dem Kürbissaft seines Lehnsherren Kuro ausgestattet, verließ der Shinobi den Turm, um seinen Auftrag zu erfüllen. Steinerne Treppen führten in das Dorf. Bedacht ging er Stufe für Stufe nach unten und schlich sich an eine nichtsahnende Wache. Ein gezielter Stich und die Wache lag am Boden. Eine zweite sah dies und versuchte einen Treffer zu landen, doch der Schlag wurde pariert und auch die zweite Wache fühlte das Katana in das eigene Fleisch eindringen. Der Wolf rannte jetzt weiter, ohne einen Gedanken auf Verstohlenheit zu verlieren. Zwei weitere Soldaten sicherten ein Tor. Zwei gegen einen war kein fairer Kampf. Für die Wachen. Blut tränkte den Boden, als er das Schwert in die Scheide steckte. Hinter dem Tor kam er zum Geheimgang unter der Brücke. Er gab das Signal. Oh, du hast es gefunden. Dann lass uns jetzt gehen. Ja, mein Herr. Zu denken, dass der einzige Weg, meiner Blutlinie zu entkommen, die Flucht davor ist. Wohin sollen wir gehen, wenn wir aus der Burg geflohen sind? Zunächst sollten wir wohl die Ashina-Grenze überqueren. Oder uns vielleicht irgendwo verstecken. Was meinst du? Was immer ihr wünscht. Was immer ich wünsche? Das ist der Wolf, den ich kenne.
Kurosama? Ach, nichts. Nur Erinnerungen. Dann los. Sie gingen durch den Tunnel. Karge, felsige Wände engten sie ein. Kurze Zeit später erreichten sie den Ausgang. Mondschein erhellte eine Wiese voller weißer Pflanzen. Doch sie waren nicht alleine. Der göttliche Erbe. Wir sahen uns zuletzt am Grab eures Onkels. Genichiro-sama. Ich... Überlass das mir. Der edle Shinobi steht uns also im Weg. Du stehst vor Genichiro Ashina. Genichiro Ashina rannte mit seinem Schwert auf den Shinobi zu. Schnelle, brutale Schläge drängten den Wolf zurück und durchbrachen seine Deckung. Zwei weitere Schläge und der Shinobi verlor das Gleichgewicht. Diese Gelegenheit nutzte Genichiro aus und durchschnitt den linken Arm seines Gegners. Der Shinobi sackte zusammen. Mehr hat mir ein Shinobi nicht zu bieten. Der göttliche Erbe kommt mit mir. Eine weitere Gestalt mit einer Maske trug den bewusstlosen Kuro kniend über der Schulter. Doch von all dem bekam der Shinobi schon nichts mehr mit. Er erwachte. Was ist das? Sein Arm. Verschwunden. An seiner Stelle befand sich nun eine Prothese. Du bist also wach. Der Tod scheint nicht dein Schicksal zu sein. Noch nicht. Ein alter Mann saß neben ihm über eine Kerze gebeugt. Er schnitzte etwas. Wie nennst du dich? Deine Augen. Ich sehe die Augen eines Wolfes, der es nicht geschafft hat, seine Pflicht zu erfüllen. Das geht euch nichts an. Die Worte eines wahren Shinobi. Ich muss den Buddha schnitzen. Tu, was du willst. Wie bin ich hierher gelangt? Ich habe dich nur hergeschleppt. Dabei wusste ich nicht mal, ob ich vielleicht nur eine Leiche mit mir herumschleppe. Ich konnte aber nicht zulassen, dass du von einem Rudel wilder Hunde gefressen wirst. Wie lange habe ich geschlafen? Seit ich dich gefunden habe, ist einige Zeit vergangen. Ich verstehe. Aber dein Meister lebt noch. Er wird in der Ashina-Burg gefangen gehalten. Sie werden seine Blutlinie bald für sich nutzen. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Mein linker Arm. Was habt ihr mir angetan?
Das hier nenne ich eine Shinobi-Prothese. Ein passender Fangzahn für einen einarmigen Wolf. Außer wenn man einen Buddha schnitzen möchte. Du kannst sie haben. Eine Shinobi-Prothese? Sie ist nicht einfach nur ein Ersatz für deinen verlorenen Arm. Komm mich besuchen, wenn du Shinobi-Module findest. Shinobi-Module? Verstehe. Für die Prothese. Du lernst schnell. Wenn du mir Shinobi-Module bringst, werde ich einen Weg finden, sie mit deiner Shinobi-Prothese zu verbinden. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Ich habe schon zu viel gesagt. Geh jetzt. Das Blut des göttlichen Erben. Was bedeutet das? Ich weiß nicht viel über ihn, außer das Drachenerbe. Das ist der Name eines besonderen Blutes. Und dieses Blut fließt durch die Adern deines Meisters. Und der göttliche Erbe? Jemand ist hinter ihm her. Es kann sein, dass die seltsamen Dinge, die mit deinem Körper passieren, etwas damit zu tun haben. Du bist ziemlich seltsam, aber auch andere seltsame Besucher sind in diesen Tempel gekommen. Einer befindet sich auf der Lichtung rechts neben dem Tor, das vom Tempelgelände führt. Zwei Fremde in seltsamen Umständen. Ihr zwei könntet euch verstehen. Er verließ den alten Bildhauer und das Haus. Es schneite noch immer. Vor einem kleinen Gebetsschrein stand ein weiterer Mann. Ein unbekanntes Gesicht. Wie ist euer Name? Wollt ihr ihn mir nicht verraten? Ihr seht aus, als wärt ihr ein geschickter Shinobi. Entweder ein Shinobi oder vielleicht... Bitte, ich möchte euch um etwas bitten. Kämpft gegen mich. Ohne darauf antworten zu können, griff der Mann den Shinobi an. Dieser blockte den ersten Schlag. Beim zweiten ließ er seinem Gegner keine Chance und rammte das Schwert durch den Hals. Doch der Mann stand wieder auf. Wie ich dachte, ich lebe noch. Diese Schwertkunst, sie ist beeindruckend. Nur wenige konnten mich auf so eine gründliche Weise töten. Was seid ihr? Manche nennen es Untot, andere infiziert. Ich kann nicht sterben, also bin ich immer hier. Was treibt euch in die Nähe eines derart maroden Tempels? Ihr scheint über vieles nachzudenken. Sagt, wieso übt ihr eure Schwertkampffähigkeiten nicht ein wenig an mir? Könnte nützlich werden, ganz gleich, was eure Mission ist. Ein Körper, der nicht sterben kann, könnte praktisch für euch sein. Na? Nun gut. Sehr gut. Fangen wir an. Es heißt, sein Schwert zu schwingen wäre eine gute Ablenkung. Ihr könnt jederzeit wieder herkommen, wenn ihr Techniken ausprobieren möchtet. Stehe ich euch zur Verfügung. Der Shinobi akzeptierte das Angebot des Mannes. Doch er musste jetzt weiter. Noch eine andere Person erregte seine Aufmerksamkeit. Die junge Frau stand still im Schnee. Ihr seid wirklich von den Toten auferstanden. Die Macht des Drachenblutes. Ich hätte nie gedacht, es mit eigenen Augen zu sehen. Wer seid ihr? Mein Name ist Emma. Ich stehe als Ärztin in den Diensten eines Meisters. Welchen Meisters? Vergebt mir, aber um seiner Sicherheit willen kann ich das nicht verraten. Mein Meister gab mir jedoch den ausdrücklichen Befehl, euch zu unterstützen, wo ich kann. Ich verlange nicht, dass ihr mir vertraut.
Aber ich muss dem Befehl meines Meisters Folge leisten. Eure Kürbisflasche mit Heilwasser, ich habe sie ursprünglich hergestellt. Ich bin Ärztin und werde euch als solche unterstützen. Diese Kürbisflasche ist von euch? Ja. Sie war für Kurosama gedacht. Aber offenbar hat er sie euch anvertraut. Ihr habt es sicher bemerkt, aber das heilende Wasser in der Kürbisflasche vermehrt sich von selbst. Selbst wenn sie geleert wurde, füllt sie sich nach kurzem Rasten wieder. Ja. Ich habe eine Bitte. Was ist los? Lasst mich bitte euer Gesicht sehen. Was? Dieses weiße Mal. Ist das ein Geburtsmal? Nein. Dann muss es bei denen auftreten, die das Drachenerbe empfangen haben. Oder vielleicht ist es ein Symptom. Seid ihr fertig? Ja, das ist alles. Tut mir leid, das war ziemlich unhöflich von mir. Wiedersehen. Er verabschiedete sich und verließ den maroden Tempel. Die Berglandschaft umrundete das kleine Tal des Tempels. Eine Brücke verband vor vielen Jahren den einen Hang des Berges mit dem anderen. Doch nun war sie zerstört. Ein Blick nach unten offenbarte mehrere hundert Meter, die in ein nebliges Nichts führten. Der Shinobi erkannte seine Möglichkeiten und schwang den neu erlangten Greifhaken der Armprothese. Damit gelangte er auf einen Baumstamm, der aus dem Bergmassiv herausragte. Die Sonne stand gelb-rot strahlend am Himmel und tauchte das Land in ihre Farben. Von einer kleinen Anhöhe hinter dem Baumstamm hatte er einen guten Überblick über das Ashina-Umland. Er sah das Dorf und die Burg. Sein Ziel. Kuro sollte dort sein. Er folgte einem Weg, der ihn in das Dorf führte. Erneut kam der Greifhaken zum Einsatz, mit dem er sich auf das Dach eines der Häuser schwang. Ein Soldat stand inmitten des Weges. Und der Shinobi sprang auf ihn zu. Beide zogen ihre Schwert her. Im ersten Schlag des Soldaten wich der Wolf sicher aus. Zu einem zweiten gab er seinem Gegner keine Chance. Er selbst holte mit wuchtigen Schlägen aus. Zwei von ihnen konnte der Soldat blocken, doch schon der dritte traf ihn brutal in die Schulter. Der Soldat zog seinen Körper aus der Klinge heraus, ging einen Schritt zurück und sprang dann auf den Shinobi zu. Dieser wich wieder aus. Schwert traf auf Schwert. Beide schnitten sich gegenseitig in das Fleisch der Arme und Beine. Doch letztendlich parierte der Shinobi einen Angriff seines Gegners und durchtrennte in einer blitzschnellen Reaktion den Hals des Soldaten. Nach dem Kampf kletterte er wieder auf eines der Dächer. Es war niemand mehr zu sehen. Er sprang herunter. Links und rechts verlassene, leerstehende Häuser. Der Weg lenkte ihn durch ein weiteres Tor und einen kleinen Pfad, der wiederum zum nächsten Abschnitt des Dorfes führte. Hier war er nicht mehr alleine. Drei Soldaten bewachten den Eingang, doch hatten sie keine Chance gegen den erfahreneren Kämpfer. Während das Blut noch aus den Wunden der Verstorbenen lief, rannte ein weiterer Soldat auf den Shinobi zu. Dieser hatte ebenfalls ein Katana in der Hand und schwang es sogleich zielgerichtet auf den Kopf des Wolfes. Dieser konnte dem Angriff jedoch ausweichen und parierte den nächsten. Dann war er an der Reihe und durchschnitt mit einem einzigen Schwerthieb das Gesicht der Soldaten. Regungslos drehte er sich um und setzte seinen Weg fort. Er erreichte einen offenen Platz, übersät mit dutzenden Leichen. Vorsichtig ging er weiter. Mein Name ist Yobu Masataka Oniwa. Solange ich atme, kommst du nicht durch das Burgtor. Das ist also Yobu, der Dämon. Der Reitergeneral Yobu Oniwa trug seinen Beinamen. Der Dämon, nicht umsonst. Er war für die Toten verantwortlich. Auch der Shinobi spürte seine Grausamkeit, als er mit gezücktem Speer voran auf ihn zuritt
und hart an der Schulter verletzte. Der Wolf ging zu Boden, doch verschwendete keinen Augenblick mit Schmerzen. Mit einem Satz war er beim Reiter und dem Pferd und ließ das Katana durch die Luft schwingen. Ein letzter Schlag mit der Waffe verursachte eine blutende Wunde am Arm des Reiters. Doch dieser war noch lange nicht am Ende. Noch inbrünstiger ritt General Oniwa immer wieder auf den Shinobi zu. Dieser wich zwar aus, aber hatte merklich Schwierigkeiten mit dem Tempo mitzuhalten. Letztendlich traf ihn der geschwungene Speer mehrmals hart. Doch auch Pferd und Reiter konnten diese Attacken nicht ständig so weiterführen. Erschöpft und laut atmend blieb der General stehen. Das nutzte der Shinobi, um seinerseits anzugreifen. Harte, gezielte Treffer verwundeten den General immer mehr. Dann sprang der Shinobi auf das Pferd und schnitt in den Hals des Dämons. General Gyobu Oniwa, der Dämon, war tot. Der Weg in die Burgtorfestung war frei. Er trat ein und sah einen Mann vor zwei Leichen knien. Noch eine Ratte. Aber diese Augen, ein hungriger Wolf, verrate mir deinen Namen, bevor ich dich töte. Verrate mir deinen Namen! Du hast keinen Namen? Ihr Shinobi seid doch alle gleich. Ihr sterbt alle ohne einen Namen und ohne jemanden, der um euch trauert. Aber dein linker Arm, eine Shinobi-Armprothese, das erinnert mich an... Ich sehe einen einarmigen Wolf. Gefällt mir. Das heißt Sekiro. So nenne ich dich. Wer seid ihr? Ich bin der Tengu von Ashina. Es scheint, dass du ein Talent für das Töten hast. Lass mich dir helfen, dein Talent zu verbessern. Geh und töte sie. Ich gebe dir etwas Nützliches für zukünftige Kämpfe, wenn du das erledigst. Er verließ den Tengu von Ashina. Er hatte ihm einen Namen gegeben. Sekiro. Mit diesen Gedanken verließ er die Festung und schritt geradewegs auf die Burg zu. Über die Dächer des Dorfes schlich er ungesehen zu einem der oberen Türme der Burg. Doch dann hörte er Stimmen und verharrte. Wie geht es meinem Großvater? Ishin-sama ist... Es ist ein Wunder, dass er noch lebt. Ein Wunder. Ist es das? Göttlicher Erbe, ich frage euch erneut. Lasst mich den Unsterblichen Eid leisten. Das kann ich nicht, Genichiro-sama. Euer Sieg damals bedeutet nichts. Er wird sein Leben riskieren, um mich zu retten. Denn er ist mein Shinobi. Kurosama, ich bin euretwegen hier. Ich brauche nur einen Moment. Verstehe. Solange du am Leben bist,
kann das Drachenblut nicht mein sein. Kämpft. Shinobi, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Beide Krieger gingen erbarmungslos aufeinander los. Jeder blockte oder wich dem Schlag des anderen aus. Dann erwischte Sekiro seinen Gegner und drang mit der Spitze seines Katanas in die Schulter von Genichiro ein. Ich bin noch nicht fertig. Shinobi des göttlichen Erben. Er ergriff seinen Bogen und schoss drei Pfeile auf den Shinobi. Diese streiften ihn am Bein. Dies gab Genichiro die Zeit, um wieder mit dem Schwert auszuholen. Und auch dieser Treffer schnitt in das Fleisch Sekiros. Doch wie aus dem Nichts stand der Shinobi wieder auf den Beinen, parierte zwei Schläge und stieß in die andere Schulter des Samurais. Dann wich er zurück. Beeindruckend, Shinobi des göttlichen Erben. Du hast mehr verdient. Würdest du einem anderen Herrn folgen? Heresie. Heresie, sagst du? Um Ashina zu erhalten, würde ich jede... Form heretischer Macht in meine Gewalt bringen. Dafür ertrage ich alles. Nimm dich in Acht vor dem Blitz von Tomoe. Genichiro zog seine Rüstung aus. Darunter kamen Mutationen zum Vorschein. Faul, schwarz und deformiert waren seine Arme und der Körper. Dann ergriff er sein Schwert. Seine Attacken waren noch schneller. Er traf den Shinobi und dieser ging auf die Knie. Genichiro sah seinen Sieg nahe und holte weit mit dem Schwert aus. Sekiro wich zur Seite und schlug das Schwert erneut in die Schulter. Jetzt war es Genichiro, der kniete. Sekiro setzte nach und wollte den Kopf seines Feindes. Dieser aber blockte den Schlag, hatte aber keine Kraft mehr, den nächsten Angriff zu verhindern. Und das Schwert durchstieß das Fleisch des Oberkörpers zweimal. Genichiro sackte zu Boden. Sekiro wandte sich zum Inneren des Turmes. Du warst siegreich, wie ich sehe. Was macht ihr? Ich will dir nichts tun. Shinobi des göttlichen Genichiro-sama, ist das das ewige Wasser? Ashina, dieses Land bedeutet mir alles. Und für Ashina gebe ich meine Menschlichkeit auf. Wiederbelebung. Ja. Lebt wohl. Nun konnte ich endlich die Befehle meines Meisters erfüllen. Ich danke euch. Wem genau dient ihr? Isshin Ashina. Ich arbeite als Ärztin für Isshin-sama. Warum solltet ihr mir helfen? Isshin-sama hat kein Interesse daran, die Macht des Drachenerbes zu nutzen. Darum wollte er... Er wollte Kuro-sama zur Flucht verhelfen. Korrekt. Die Nachricht im Brunnen. War sie von euch? Ebenfalls korrekt. Meine Pflichten sind erfüllt, aber es gibt da jemanden, den ihr sicher gerne sehen wollt. Kuro-sama wartet unten auf euch. Er ging hinunter. Ich bin euretwegen hier, Kuro-sama. Ja, und das ist gut so. Gehen wir. Wir müssen fort aus Ashina. Wolf, mein Blut. Das Drachenblut bewirkt, dass man unsterblich wird. Das gilt nun auch für dich. Ja, Kuro-sama. Ich wollte dich retten. Ich würde beim nächsten Mal
wieder genauso entscheiden. Aber Unsterblichkeit sorgt für Stillstand. Der unsterbliche Eid. Das ewige Wasser. Die Drachenfäule. Sie verderben die Menschen. So weit, dass sie nicht mehr menschlich sind. Ich möchte die Ketten des Stillstands durchbrechen, die durch das unsterbliche Drachenerbe erzeugt werden. Wolf, wirst du mir dabei helfen? Vater, ich darf die eisernen Regeln nicht brechen. Ich kann es nicht tun, um euch, den göttlichen Erben, zu schützen. Dies war die Pflicht, die mein Vater mir auferlegte. Wie oft bist du schon meinetwegen gestorben und ins Leben zurückgekehrt? Zweimal? Dreimal? Oder vielleicht so oft, dass man es nicht zählen kann? Wenn es darum geht, meinen Meister zu schützen, ist die Anzahl egal. Ich möchte nicht, dass du an den ewigen Untod gebunden bist. Wolf, hilf mir dabei, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Wie ihr wünscht. Danke, treuer Wolf. Wenn wir die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen wollen, dann weiß ich, wo wir anfangen. Wolf, sieh dir das an. Eine alte Aufzeichnung aus der Ashinaburg. Heilige Drachentränen. Aus dem Reich der Götter. Ja, ich glaube, dass wir mit den Drachentränen das Drachenerbe aufheben können. Aber das Reich der Götter, wie? Ich weiß es. Wolf, das Räuchergefäß da drüben, das hat mal einer wichtigen Person gehört. Sieh es dir an. Gibt es da etwas Besonderes zu finden? Man sagt, dass vor langer Zeit ein anderer göttlicher Erbe hier in der Ashinaburg lebte. Sein Name war Takeru-sama. Das Räuchergefäß gehörte ihm. Wo ist er jetzt? Er ist angeblich schon seit langem tot. Gehüllt in den Duft der Urquelle, kehre ich ins Reich der Götter zurück. Diese Worte soll er hinterlassen haben. Ihr sagt, dass der Duft der Urquelle den Weg zum Reich der Götter öffnet? Das glaube ich. Wolf, finden wir gemeinsam die Wahrheit heraus. Und was den Beginn unserer Suche anbelangt, ich bin sicher, dass sich einige von Takeru-samas Büchern noch im Schloss befinden. Bücher, die ihm helfen sollten, das Reich der Götter zu finden. Ich werde sie suchen. Neben der Suche nach dem Weg ins Reich der Götter, könnten wir auch herausfinden, wie wir die unsterblichen Fesseln durchtrennen. Ein guter Vorschlag. Rede mit Ishin-sama. Wenn irgendwer die Antwort kennt, dann er. Wolf, komm mit. Ishin-sama ist nicht in der Burgzitadelle. Er erholt sich in einem dieser Wachtürme. Doch der Weg zu seinem Wachturm ist versperrt. Er ist nicht bei bester Gesundheit. Wie komme ich hinein? Ein Weg auf dem Dach führt dorthin. Er wird jedoch von den Nachtschwalben-Ninja bewacht. Der Weg ist für Shinobi gedacht. Aber das sollte ja kein Problem für dich sein. Ich habe gehört, die Nachtschwalben nutzen Rauchsignale zur Orientierung. So ist es. Wenn du den Rauchsignalen folgst, solltest du Ishin-sama erreichen können. Durch dieses Fenster gelangst du aufs Dach. Er ging zum Fenster und öffnete es. Die Rauchsignale. Er sah sie. Von Dach zu Dach markierten sie den Weg. Er setzte seinen Weg fort und folgte den Signalen. Dann entdeckte er den Eingang zum Haus von Genichiros Großvater. Über das Leben des göttlichen Erben. Ja? Ich möchte euch etwas fragen. Mein Enkel Genichiro wurde vom ewigen Wasser verzaubert. Gut, dass du dem für mich ein Ende bereitet hast. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Ich habe nur die Regeln befolgt, die mein Vater mich gelehrt hat. Ah, die eisernen Regeln der Shinobi. Ich verstehe. Du bist der Sohn des Uhus. Der Junge, den er während der Rebellion gefunden hat. Ja. Und deine Reisen führten dich hierher. Das Schicksal eines Menschen ist irgendwie seltsam. Meinst du nicht auch, Sekiro? Ihr seid... Also, was möchtest du wissen? Der göttliche Erbe will die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen.
Ich will wissen, wie das möglich ist. Die sterbliche Klinge. Mit so einer Waffe wäre es möglich. Das ist vielleicht der Schlüssel zu dem, wonach du suchst. Die sterbliche Klinge. Mit ihr kannst du jemanden töten, der auf gewöhnlichem Weg nicht sterben kann. Jemand, der nicht sterben kann? Die Infizierten. So nennt man sie, glaube ich. Ich habe noch nie einen gesehen. Es heißt, man könne ihr Herz durchstoßen oder ihren Kopf von ihrem Körper trennen, doch sie würden nicht sterben. Wenn die Geschichten wahr sind, müssen sie furchteinflößend sein. Um ein solches Ungeheuer zu töten, bräuchtest du die sterbliche Klinge. Wo finde ich diese sterbliche Klinge? Wie ich hörte, soll sie im Senpo-Tempel sein. Aber es heißt, dass die sterbliche Klinge nicht gezogen werden kann. Was soll das bedeuten? Ich bin nicht sicher, aber das erzählt man sich darüber. Jetzt sind die Tore des Tempels jedoch geschlossen. Wer weiß, was diese verdorbenen Mönche da oben in den Bergen hinter verschlossenen Türen treiben. Es gibt keine vernünftigen Straßen, die dort hinaufführen. Wie komme ich denn dorthin? Durch das verlassene Verlies, nahe der Ashina-Burg. Wenn du den Wasserläufen folgst, solltest du dorthin gelangen. Die Unsterblichkeit zu durchtrennen, wird ein großer Kampf werden. Und im Kampf werden die Pläne und Begehren der Beteiligten aufgewühlt. Wenn du zögerst, wirst du hinfortgeschwemmt. Und verliere den Kampf. Das stimmt. Merke es dir. Sekiro. Zögern heißt verlieren. Er verließ den Alten. Über eine Brücke gelangte er in einen Hof. Dort stand ein großgewachsener Mann mit einer gewaltigen Glocke über den Schultern. Vor ihm lagen zwei tote Hunde. Sekiro ging auf die Gestalt zu, doch dieser begann sofort, die Glocke zu schwingen. Der Shinobi sprang über die Glocke und holte selber aus. Jetzt nahm der Hühne die Glocke in beide Hände und hämmerte sie auf sein Ziel. Doch er traf nur den Boden. Das nutzte der Krieger aus und rammte das Schwert durch das Kinn in den Kopf seines Gegners. Das Schwert ließ er stecken und schwang sich selbst auf den Rücken des Glockenmannes. Dann riss er das Schwert zu sich. Ein lebloser Körper sackte zu Boden. Sekiro betrat ein altes Verlies, das an den Hof angrenzte. Staubige Luft drang in seine Lungen, als er die langen Gänge entlang lief. Eine Treppe führte dutzende Meter in die Tiefe. Am Ende angekommen, breitete sich vor ihm eine Höhle aus. Er erkannte ein Wasserrad an einer Höhlenwand. Der Schalter funktionierte noch. Er betätigte ihn und das Rad setzte sich in Bewegung. Eine Holzplattform kam von der oberen Etage nach unten. Sie diente ihm als Fahrstuhl. Die obere Etage führte in einen Tempel. Niemand war zu sehen. Diese Stimme, woher kam sie? Die Mönche des Senpo-Tempels haben sich von Buddhas Lehren abgewandt. Sie haben ihren Glauben verraten, auf der Suche nach Unsterblichkeit. Wenn du gefangen genommen wirst, werden dir unsagbare Dinge zustoßen. Am besten kehrst du um und nimmst denselben Weg, den du gekommen bist. Umkehren. Dies durfte er nicht. Er hatte einen Auftrag. Diesen würde er erfüllen. Du hast
also beschlossen, weiterzugehen. Wir werden für deine Sicherheit beten. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Die waldähnliche Umgebung des Tempels war für ihren Zweck perfekt geeignet. Er folgte einem kleinen Pfad und kam zu den Mönchen. Doch als sie den Shinobi erblickten, standen sie auf und rannten auf ihn zu. Mit Kampfkünsten, welche man ihrem Körper nicht zugetraut hätte, griffen sie Sekiro an. Dieser wich ihren Tritten und Schlägen aus und schlug seinerseits mit dem Schwert zu. Mönch für Mönch sackte zu Boden. Die waldige Landschaft machte einem riesigen Tempel Platz, der hoch am Felsen hinaufragte. Der Senpo-Tempel. Sekiro kletterte auf einen naheliegenden Baum, um sich dann von Ast zu schwingen und die Spitze des Turmes zu erreichen. Weitere Mönche versuchten ihn aufzuhalten, doch waren sie ebenso erfolglos wie ihre Vorgänger. Dann kam er zum heiligen Inneren des Tempels. Auf einem Tisch vor dem Heiligtum stand eine kleine Glocke. Sekiro ergriff sie. Und die Welt um ihn herum verschwand. Ende des ersten Teils. Als Sekiro die Augen öffnete, sah er die vom Schnee bedeckten Häuser vor sich. Er befand sich nicht mehr im Heiligtum des Tempels. Auf dem Weg vor ihm standen 4 Paneele. 3 Affen. Eines der Paneele ist leer. Ein Affe kletterte vor ihm das Geländer hoch. Dann sah er den Shinobi. Der Affe rannte davon,
Sekiro folgte ihm, doch er verlor ihn aus den Augen. Dafür stand ein Mönch unter einem kleinen Vordach. Und noch jemand, der sich in den Hallen der Illusion verirrt hat? Ich denke, ihr seid auf einer Mission und wollt diesen Ort verlassen. Ja. Dann müsst ihr die Affen besiegen, die auf den Tafeln beim Eingang der Halle abgebildet sind. Ist das geschehen, wird die Stimme des göttlichen Kindes zu euch sprechen. Der Affe im violetten Kimono ist der sehende Affe. Er hat ausgezeichnete Augen, sieht auf große Distanz und ist sehr wachsam. Wenn er euch erblickt, rennt er sofort weg. Er ist sehr scheu. Der Affe im orangenen Kimono ist der sprechende Affe. Er kann zwar weder besonders gut sehen oder hören, aber er macht ein Riesengezeter, wenn er eine Gefahr sieht, sodass alle anderen Affen wegrennen. Vielleicht spielt er aber auch nur gerne mit Menschen. Der Affe im grünen Kimono ist der hörende Affe. Er hat ein ausgezeichnetes Gehör, hört über große Distanz und ist sehr wachsam. Er rennt grundsätzlich weg, wenn er euch näher kommen hört, was es schwer macht, an ihn heranzukommen. Er ist sehr scheu. Ich möchte die Hallen der Illusion nicht verlassen. In der Regel ist es hier sehr ruhig. Also ist sie auf ihre Art dem Nirvana nah. Zumindest empfinde ich es so. Ach ja, übrigens, es gab schon mal jemanden wie euch, der auf einer Mission war. Ich glaube, er hat die Affen eine Weile verfolgt, aber letztendlich kehrte hier wieder Ruhe ein. Ich bete, dass es euch glückt. Nachdem der Mönch mit Reden aufhörte, ging Sekiro ans Werk. Vor sich sah er eine große Glocke. Er ging darauf zu. Der Affe war über ihm. Mit einem gekonnten Sprung hechtete er zu dem Tier. Eine Bewegung mit dem Schwert. Ein Affe weniger. Er setzte seinen Weg fort. Plötzlich hörte er Schritte hinter sich. Als er sich umdrehte, war dort niemand. Doch er hörte noch immer die Geräusche. Er ließ das Schwert durch die Luft gleiten und er fand ein Ziel. Der unsichtbare Affe des leeren Gemäldes. Auf den Dächern erspähte er den dritten Affen. Er hockte am Rand des Daches und beobachtete das Gelände. Der Shinobi schlich sich von hinten an. Nur noch ein Affe. In einem der Häuser entdeckte er einen geheimen Dachboden. Trotz des Sonnenscheins von draußen war es dort oben stockfinster. Doch er war hier richtig. Der letzte Affe. Er schlich sich an und das Katana vollführte seinen Zweck. Er schloss die Augen. Die Welt um ihn herum
verschwand wieder. Er kam vor dem inneren Heiligtum zu sich. Als er es betrat, sah er eine Frau betend vor dem Schrein sitzen. Was suchst du an diesem Ort? Ich suche die sterbliche Klinge. Kennst du die Geschichte von der Klinge, die nicht gezogen werden kann? Ja. Sie heißt so, weil jeder, der sie gezogen hat, mit dem Leben bezahlen musste. Und dennoch willst du es versuchen? In Ordnung. Verstehe. Nun gut. Wenn du bereit bist, wirf einen Blick auf die Klinge. Eine Berührung der Klinge und der Shinobi starb. Ich frage mich, wieso? Fürchten sie den Tod nicht? Wie hast du dein Auge? Verstehe, du trägst den Fluch des Vermächtnisses des Drachen. Die sterbliche Klinge. Vorbehaltlos. Empfange ich die Macht. Du dienst also dem göttlichen Erben des Vermächtnisses des Drachen. Ja. Wozu brauchst du die sterbliche Klinge? Ich will die Tränen des Drachen aus dem Reich der Götter erlangen. Ich möchte die Fesseln. Verstehe. Ich habe etwas darüber gelesen. Ich habe gelesen, dass es einen Weg gibt, um das Drachenerbe zu durchtrennen. Was bedeutet, der göttliche Erbe lehnt die Macht des Drachenerbes ab? Ja. Das Schicksal kann eigenartig sein. Ich bin ein Kind des ewigen Wassers. Erschaffen von jenen, die alles für die Unsterblichkeit tun würden. Mein falsches Drachenblut ist Menschenwerk. Kinder. Also gibt es noch mehr. Ich bin die Einzige, die diesen Prozess überlebt hat. Die anderen liegen hier begraben. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Aber das Drachenerbe verdirbt zweifellos das Leben der Menschen. Und ich teile die Einstellung des Erben zu dieser Wahrheit. Shinobi des göttlichen Erben. Ich werde dir helfen. Streck bitte deine Hand aus. Was? Segnet uns mit einer reichen Ernte. Ist das Reis? Bitte sehr. Dieser Reis ist kostbar. Er schmeckt besser, je mehr man davon isst, und spendet Kraft. Leb wohl, Shinobi des göttlichen Erben. Mögen die Ernten reichhaltig sein, wo immer dein Weg dich hinführt. Er verließ das Heiligtum. Er kehrte in das verschneite Tal des maroden Tempels zurück und lief zu dem untoten Mann. Dieses Schwert auf eurem Rücken. Was ist es? Die sterbliche Klinge. Was? Sie ist echt? Würdet ihr mich
damit von meinem Fluch erlösen? Das werde ich, natürlich. Danke. Ein Mann mit euren Fähigkeiten könnte einen gnadenvollen Tod gewähren, richtig? Überlass das mir. Wunderbar. Ich muss Sekicho danken. Ich muss mich auf den Tod vorbereiten. Ich werde bereit sein, wenn wir uns wiedersehen. Anschließend suchte er den Bildhauer auf. Noch immer saß dieser vor seinem Holz. Was ist los? Sieht so aus, als wäre deine Kampfeslust zurückgekehrt. Du bist jetzt ein größerer Shinobi als jemals zuvor. Wenn auch nur ein bisschen größer. Nimm das. Was ist das? Shinobi-Techniken. Darin sind Kampftechniken aufgezeichnet, die nicht von Samurai ausgeführt werden können. Ob du sie einsetzt oder nicht, hängt ganz von dir ab. Shinobi sind nicht die einzigen mit eigenen Kampftechniken. Er sah sich die Beschreibung an und er lernte. Sein Lehnsherr Kuro. Nun musste er ihn aufsuchen. Im Turm der Burg Ashina fand er ihn. Dieser lästige Staub. Ich bin zurück. Oh, Wolf, du bist es. Hast du Ishin-sama getroffen? Das habe ich. Er sagte, die sterbliche Klinge. Sie könnte der Schlüssel zur Aufhebung der Unsterblichkeit sein. Die sterbliche Klinge. Verstehe. Das hört sich vielversprechend an. Wie ihr sagt. Ich für meinen Teil habe nach Büchern mit Hinweisen auf den Duft der Urquelle gesucht. Anscheinend hat Takeru-sama wirklich einen Weg ins Reich der Götter gesucht. Ich habe bislang eine relevante Information gefunden. Und zwar? Eine Blume. Eine Blume? Lies erst das hier. Was ist? Eine Hinterlassenschaft von Takeru-sama. Ich habe nach Informationen zum Urquellduft gesucht und wie er mit dem Reich der Götter in Verbindung steht. Es fließt Wasser von der Urquelle durch Ashina. Und das Buch spricht von einer weißen Blume, die dort wächst, wo das Wasser tief ist. Sie scheint ein Teil des Urquelldufts zu sein. Eine Stelle, wo das Urquellwasser tief ist. Vielleicht ein tiefes Tal. Ja, vielleicht meint er das versunkene Tal. Das Urquellwasser sollte dort hineinfließen. Wo ist dieses versunkene Tal? Jenseits des Waldes hinter der Burg, tief im Wald, gibt es einen Schrein. Wie du dir denken kannst, liegt das versunkene Tal direkt darunter. Es gibt keinen richtigen Weg dorthin, aber ein fähiger Mann wie du wird ihn finden. Oh, da fällt mir ein, diese Tür mit den Umrissen eines Menschen. Ishin-sama hat es einmal als Abkürzung für Shinobi bezeichnet. Ich weiß nicht, wie sie funktioniert, aber da er Shinobi erwähnte, weißt du es vielleicht? Er hatte eine neue Aufgabe. Er musste das versunkene Tal finden. Doch vorher suchte er die Tür mit dem menschlichen Umriss. Als er sie fand, bemerkte er einen Luftzug. Er stemmte sich dagegen und die Tür gab eine Treppe frei. Die Treppe führte in einen Höhlenkomplex. Sekiro folgte dem Weg, der einer steinernen Brücke glich. Links und rechts von ihm war nichts als ein tiefer, schwarzer Abgrund. Dann erreichte er eine Holzplattform. Eine alte Frau saß dort, von Kerzen umstellt. Wird man euch verstoßen? Oder werft ihr euch selbst hinein? Was? Wenn ihr die Tiefen von Ashina erkunden wollt, dann solltet ihr euch lieber selbst hineinwerfen. Da drüben. Die Tiefen von Ashina sind dort drüben. Sie deutete auf den Abgrund vor ihnen. Die Tiefen. Der Shinobi ging darauf zu. Nichts als Schwärze. Dann sprang er.
Das Schwarz um ihn herum schien ihn für kurze Zeit zu verschlingen. Doch wie aus dem Nichts veränderte sich seine Umgebung und er landete sanft in kniehohem Wasser. Um ihn herum der Fels der Berge und nackte Bäume. Er befand sich in einem kleinen Tal. Und er war nicht alleine. Vor sich erblickte er einen riesigen Affen. Und der Affe erblickte den Shinobi. Wutentbrannt ging er auf den Wolf los. Seine Pranken schlugen auf die Klinge des Schwertes. Weitere heftige Hiebe folgten und Sekiro hatte seine Mühen auszuweichen. Dann packte der Riesenaffe seinen Gegner und schleuderte ihn herum, bis er ihn in das Wasser donnerte. Doch Sekiro hielt weiter stand. Er tänzelte jetzt fast um den Affen herum und schnitt dabei immer wieder mit der Klinge in das Fleisch des Riesen. Das machte den Affen nur noch wütender. Ein gewaltiger Sprung in die Luft sollte den Shinobi zerquetschen. Doch dieser wich im letzten Moment aus und der Affe fiel klatschend zu Boden. Diese Möglichkeit nutzte Sekiro, um sein Schwert mitten in das Auge des Affen zu rammen. Wildes Brüllen erklang aus dem Maul des Wesens. Zu etwas anderem kam es nicht mehr. Denn das Katana des Shinobi durchdrang den Hals des Ungetüms und durchtrennte ihn mit einem einzigen kräftigen Ruck. Der Kopf des Affen landete neben seinen Füßen. Sein Blick schweifte durch das Tal und suchte nach einem Weg. Plötzlich hörte er hinter sich ein Geräusch. Er drehte sich um. Kopflos erhob sich der Körper des Affen. Den eigenen Kopf ergriff er mit einer seiner Pranken und hielt ihn wie eine Trophäe fest. Dann stürmte er wieder auf den Shinobi los. Heftige Hiebe schlugen auf Sekiro ein. Aber auch er konnte immer wieder Treffer mit dem Schwert ansetzen. Erneut sprang der Affe in die Luft und wollte seinen Gegner unter sich begraben. Wieder wich Sekiro aus. Er sprang auf den Körper des Wesens und rammte das Katana in den Stumpf des Halses. Eine Blutfontäne schoss daraus hervor, als er das Schwert mitsamt der Wirbelsäule aus dem offenen Hals herauszog. Der Affe ließ den Kopf fallen und kippte vornüber zu Boden. Er war tot. Endgültig. Von neuem schaute sich Sekiro um. Er fand eine kleine Nische, durch die er hindurchlaufen konnte. Dahinter eröffnete sich eine kleine Höhle. Ein einzelner Strahl der Sonne reichte zum Boden. An dieser Stelle wuchs eine weiße, schimmernde Blume. Er betrachtete sie und nahm sie dann mit. Der Weg führte ihn weiter durch die Höhle, bis diese schließlich endete und er ins Freie gelangte. Der Himmel war wolkenverhangen und dichtstehende Bäume verdeckten ihm die Sicht. Ein einzelner Pfad führte ihn durch das Dickicht. Diesem folgte er. Ein kleiner Bauernhof breitete sich vor ihm aus. Doch anstatt der üblichen Tiere und Menschen traf er hier nur missgebildete Gestalten. Es war nicht nötig, einen Kampf anzufangen. Deshalb schlich er sich an ihnen vorbei. Er erreichte einen weiteren offenen Platz. Ein Tor war an dessen Ende zu sehen. Er lief darauf zu. Plötzlich tauchte aus dem Nichts eine geisterhafte Gestalt einer Nonne vor ihm auf. Mit einem Schwert bewaffnet ging diese auf den Shinobi los. Die Geisterklinge prallte gegen das Katana. Weitere Hiebe gingen daneben, da Sekiro zur Seite hechtete. Auch er setzte zum Angriff an, doch die Nonne wich geschickt aus. Als Antwort traf ihr Langschwert den Bauch des Wolfes und hinterließ eine Schnittwunde. Nach diesem Angriff wähnte sich der Geist jedoch zu siegessicher und achtete nicht auf die schnellen Bewegungen des Shinobi.
Ehe sich die Nonne versah, war er wieder vor ihr und ging mit mehreren Treffern auf sie los. Die Nonne taumelte zurück. Diesen Moment nutzte Sekiro, um seine Klinge mitten in den geisterhaften Kopf zu stoßen. Als er es wieder herauszog, sackte die Nonne in sich zusammen und die Geistergestalt verschwand. Der Weg zum Tor war nun frei. Dahinter war ein weiterer Pfad zu erkennen. Er folgte diesem. Dann hatte er sein Ziel erreicht. Das versunkene Tal breitete sich vor ihm aus. Kleine Pflanzen wuchsen hier und da aus der grauen Erde. Einige Kerzen spendeten ihr Licht. Eine kleine Hütte stand vor drei großen Wasserfällen. Und ein Tisch stand mitten in dem kleinen Tal. Auf diesem lag eine rote, schimmernde Blume. Diese nahm er an sich und steckte sie zu der Weißen. Er hatte, wofür er gekommen war. Jetzt musste er zu seinem Lehnsherrn zurück. Er erklomm die Burg Ashina erneut. Kuro stand auf dem offenen Platz, auf dem Sekiro zuvor Genichiro bezwang. Doch Kuro war nicht allein. Ein alter, muskulöser Mann mit langem Bart war bei ihm. Er belauschte das Gespräch. Ich erinnere mich an dich. Ich habe von deinem Tod gehört, doch hier bist du. Was kann dein Plan sein, Uhu? Mein Plan? Ich plane rein gar nichts. Bitte, mein Herr, wenn ihr mir bitte folgen mögt. Der Uhu hat nur ein Verlangen. Den göttlichen Erben vor denen zu schützen, die sein Blut wollen. Also, das Vermächtnis des Drachen hat auch dich verführt. Dann ist das Gespräch beendet. Du darfst gehen. Das würde ich, mein Herr. Aber diese Aussicht fesselt mich. Ich würde sie gerne noch etwas bewundern. Ich werde gehen, wenn ich genug habe. Der alte Mann, der Uhu, stand nun alleine auf dem Platz. Sekiro ging auf ihn zu. Vater, zu denken, dass ihr noch lebt. Das war meine Absicht. Aber das Gleiche kann auch von dir gesagt werden. Ich war mir sicher, dass du in jener Nacht gestorben bist. Die Macht des göttlichen Erben hat mich zurückgebracht. Das ist es. Was? Die Macht des göttlichen Erben. Ich brauche das Drachenblut. Vater. Jetzt wird es dir klar. Denk an die erste eiserne Regel. Als dein Vater befehle ich dir, deinen Herrn aufzugeben. Ab diesem Augenblick ist er nicht mehr dein Herr. Den göttlichen Erben aufgeben? Hör mir zu, Wolf. Gehorche dem Befehl deines Vaters und diene nicht mehr dem göttlichen Erben. Das kann ich nicht. Du kannst nicht. Seit wann zeigt dein Shinobi Mitgefühl? Undenkbar. Was für ein erbärmliches Verhalten. Warum? Warum verstehst du den Willen deines Vaters nicht? Hast du die eisernen Regeln vergessen? Manchmal muss man seine eigenen Regeln machen. Das habe ich beschlossen.
Genau wie mein Meister. Der Griff des Alten ging an sein Schwert. Mit einer einzigen Bewegung griff er Sekiro an, doch dieser blockte den Angriff seines Vaters. Du bist gewachsen, wenn auch nur etwas. Wie du willst, junger Wolf. Genug geredet. Es ist lange her, dass wir gegeneinander gekämpft haben. Halte dich nicht zurück! Mit einer Geschwindigkeit, die man dem alten Mann nicht zugetraut hätte, sprang er auf Sekiro. Das Schwert wirbelte in der Luft. Dann griff der Alte in seine Tasche und holte Sprengkörperchen hervor, um seinen Gegner zu verwirren. Doch diese Taktik funktionierte bei dem Shinobi nicht. Dann gelang es Sekiro, einen tiefen Treffer gegen die Beine des Uhus zu landen. Er sackte auf die Knie, was der Wolf zu einem Sprungangriff gegen die Schulter nutzte. Er rammte das Schwert tief hinein und riss es sogleich wieder heraus. Warte! Bitte! Sekiro erkannte die List und schlug auf seinen Vater ein. Ich bin glücklich, Wolf. Du bist so erwachsen geworden. Ein weiteres Mal lieferten sich Uhu und Wolf einen ebenbürtigen Kampf. Jeder von ihnen schnitt in das Fleisch des anderen. Dann gewann Sekiro das Duell, indem er einem Tritt auswich und sein Katana erst in den Bauch des Uhu stieß, nur um es sofort mit einer ruckartigen Bewegung zum Kopf hin wieder aus dem Körper zu reißen. Tod eines Schattens. Ihr habt mich gut ausgebildet. Gut gemacht. Der Uhu ging zu Boden. Im Turm wartete Kuro auf ihn. Wolf! Ich bin erleichtert zu sehen, dass es euch gut geht. Und der Uhu? Ich habe ihn getötet. Das tut mir leid. Kurosama. Es tut mir leid. Ich habe getan, was nötig war. Wolf, danke. Mein Vater, er hatte das hier bei sich. Dieser Zweig... ist vom immer blühenden Baum? Verstehe. Der Uhu hatte ihn also. Ja, wir sind dem Urquellräucherwerk einen Schritt näher. Ja, ja, das stimmt, Wolf. Kurosama, ich habe die Blume für den Urquellduft besorgt. Oh, blühte sie wirklich im versunkenen Tal? Ja, tief im Tal. Dort also war das Urquellwasser tief. Das hast du gut gemacht, Wolf. Was hast du da für einen seltsamen Stein? Ist das... der duftende Stein der Urquelle? Mein Herr, dieser Stein wurde im Altar verwahrt. Ja, genau wie er im Buch beschrieben war. Ja, und es gab auch eine Inschrift. Ein süß duftendes Brautgeschenk. So stand es auf dem Altar. Braut? Was für ein Ort war das denn? Es war in einer Höhle hinter einer Tür aus massivem Stein. Wohin würde eine Hochzeitssänfte wohl anschließend gehen? Wir werden es wohl nie erfahren. Süß duftend. Kurosama, dieser Ort könnte das Tor zum Reich der Götter sein. Ich verstehe. Süß duftend. Also in den Urquellduft gehüllt. Darauf bezieht es sich vielleicht. Ich muss wachsam sein. Wolf, ich habe Fortschritte gemacht. Das ist bestimmt die letzte Zutat für den Duft. Und welchen? Das Blut des göttlichen Erben des Drachenerbes. Mit anderen Worten, mein Blut. Euer Blut. Aber Kurosama, ihr könnt nicht bluten. Ja, es stimmt, dass die des Drachenerbes nicht bluten können. Ich habe in Genichiro-samas Gemächern jedoch ein Notizbuch von Takaru-samas Pagen gefunden. Und es scheint, dass ich doch bluten kann. Vielleicht sollten wir Emma-sama fragen.
Als Ärztin sollte sie sich mit dem menschlichen Körper auskennen. Ja, sie kann uns vielleicht helfen. Im Nebenraum fand er die Ärztin. Ich möchte euch etwas fragen. Ja, was gibt es? Kann der göttliche Erbe bluten? Wieso wollt ihr das wissen? Wir benötigen das Blut des göttlichen Erben, um die Drachentränen aus dem Reich der Götter zu holen und die Aufhebung der Unsterblichkeit zu erlangen. Oh, ich verstehe. Es stimmt, dass das Blut des göttlichen Erben nicht auf gewöhnliche Weise vergossen werden kann. Allerdings verfügt ihr über die Mittel dafür. Die sterbliche Klinge. Ja, mit der sterblichen Klinge könnt ihr das Blut des göttlichen Erben fließen lassen. Ich verstehe. Das bringt uns einen Schritt näher an die Aufhebung der Unsterblichkeit. Ich werde Kurosama davon berichten. Natürlich. Wolf, hast du mit Emma-sama gesprochen? Das habe ich. Und? Was hat sie gesagt? Dass es vielleicht mit der sterblichen Klinge geht. Ich verstehe. Die sterbliche Klinge bringt also mein Blut zum Fließen. Ja, Kurosama. Das sollten alle notwendigen Zutaten für den Duft sein. Wolf, entzünde das Räucherwerk. Wie ihr wünscht. Kurosama. Wolf, die sterbliche Klinge. Hab keine Angst. Ich werde nicht tief schneiden. Würdest du die sterbliche Klinge aus ihrer Scheide ziehen? Ja, Kurosama. Verzeih mir, aber schließ deine Augen. Ja, Kurosama. Er schloss die Augen. Jetzt ist es vorbei, Wolf. Was macht die Wunde? Es geht mir gut. Ich habe mir nur leicht in die Brust geschnitten. Das ist also das Urquellräucherwerk. Es ist so voller Sehnsucht. Ich verstehe. Und? Fällt dir eine Veränderung auf? Der Duft und der Palast der Urquelle. Diese Worte haben sich in meinen Verstand gebrannt. Der Palast der Urquelle. Es ist wie Takeru-sama schrieb. Dieser Ort muss zum Reich der Götter führen. Aber wie ist der Palast der Urquelle zu erreichen? Ein süß duftendes Brautgeschenk. Das stand auf dem Altar, wo der duftende Stein lag. Ja, du trägst jetzt den Duft des Urquellräucherwerks. Ich glaube, wenn du zum Schrein in der Höhle gehst, wird sich der Weg zum Palast der Urquelle vor dir öffnen. Die Unsterblichkeit wird bald durchtrennt werden. Ich verlasse mich auf dich, Wolf. Wie ihr wünscht. Er hatte eine neue Aufgabe und er würde ihr nachgehen. Er tat alles, was von ihm verlangt wird. Doch zuvor besuchte er erneut den maroden Tempel und den Mann, der nicht sterben konnte. Endlich kann ich sterben. Die Schande, meinem Herrn nicht in den Tod gefolgt zu sein, ist endlich. Seid ihr sicher? Ja. Ich möchte, dass ihr mich tötet. In Ordnung. Na los! Als der leblose Körper des Mannes zu Boden ging, löste er sich in kleine, goldene Einzelteile auf, die vom Wind weggetragen wurden. Erneut lief er zum versunkenen Tal. Er betrat die kleine Hütte vor den Wasserfällen. Er kniete sich in die Mitte und meditierte. Plötzlich begann die Umgebung zu vibrieren. Ein riesiges Seil knallte auf den Boden und stieg wieder in den Himmel. Als Sekiro den Ursprung erblickte, sah er ein gigantisches Wesen, das aus zusammengesetzter Vegetation bestand und in Richtung des Berges lief. Eine weitere Bewegung und es führte den übernatürlichen Körper gegen den harten Fels. Es verharrte in dieser Position.
Sekiro erklomm die Wesenheit und nutzte dessen armähnliche Auswüchse als Weg zur anderen Seite des Berges. Der Palast der Urquelle war nah. Er durchschritt ein Tor und kam zu einer kleinen Brücke. Wie aus dem Nichts tauchte vor ihm die alte Nonne wieder auf. Dieses Mal nicht in ihrer geisterhaften Form, sondern aus Fleisch und Blut. Der Shinobi wusste, dass er diesen Kampf nicht aus dem Weg gehen konnte und ergriff das Katana. Ein heftiger Schlag traf Sekiro und er wurde zurückgeschleudert. Die Nonne setzte nach, sprang auf Sekiro los und hämmerte das Schwert in den Boden. Der Wolf war ausgewichen und setzte seinerseits nach. Schlag um Schlag traf er die Nonne und konnte die Klinge in den Kopf seines Gegners rammen. Doch die Nonne ließ sich nicht davon aufhalten. Magischer Nebel entstand um die Brückengegend und unsichtbare Schwerthiebe zerteilten die Luft. Mit ausweichenden Sprüngen rettete sich Sekiro vor den Angriffen. Als der Nebel wieder verschwand, schloss er seine Augen. Seine Hand ergriff die sterbliche Klinge. Zwei Hiebe. Einfach, doch gleichzeitig so tödlich. Er öffnete die Augen und sah die Nonne vor ihm auf dem Boden. Doch noch war diese nicht besiegt. Aus ihrem Kopf schoss eine 1000-Fuß-ähnliche Kreatur, die jetzt die Kontrolle über den Körper übernahm. Wirbelnde Angriffe ließen den Shinobi nach hinten weichen. Dieser hatte jedoch noch immer den Griff an der sterblichen Klinge. Ein weiterer Hieb durchschnitt die Luft. Der 1000-Füßler wankte. Sekiro ergriff das Ungetüm und teilte den Körper in zwei. Die Nonne fiel zu Boden. Und Sekiro beendete das Leben ein für alle Mal mit einem Stoß in das Herz. Hinter der Brücke sah er ihn dann schließlich. Den Palast der Urquelle. Von Wasserbecken begrenzt stand er dort, zeitlos, unberührt. Stufen führten zum Eingang des Palastes. In einer kleinen Höhle nahe den Treppen fand er einen Altar. Das Abbild einer Frau, die im Tode vor Trauer gegen einen Felsen lehnte, war dort abgebildet. Er betete. Als er die Augen wieder öffnete, war er nicht mehr in der Höhle. Das Reich der Götter. Eine weiße Ebene. Vor ihm ein riesiges, altes Etwas, das wie ein Baum aussah. Plötzlich stiegen aus dem Boden mehrere kleinere dieser Baumwesen empor. Ihre Gestalt erinnerte auch an die von Drachen. Sie kamen alle auf Sekiro zu. Dieser wusste, dass Gefahr drohte und kämpfte sich durch seine Gegner. Als auch der Letzte zu Boden ging, donnerte und blitzte es. Das Etwas vor ihm erwachte zu neuem Leben.
Der göttliche Drache zeigte sich. In einer seiner Hände eine schimmernde Klinge. Weitere kleinere Baumdrachen erstiegen aus dem Boden. Mit mächtigen Schallangriffen seiner Klinge griff der Drache Sekiro an. Zusätzlich schleuderte er Blitze auf ihn, die den Krieger beinahe paralysierten. Lange würde er diesen Kampf so nicht mehr standhalten können. Das wusste der Krieger. In einer verzweifelten Tat hielt er sein Schwert gegen einen Blitz. Zu seiner Überraschung hielt es das Geschoss auf und sammelte sich in der Klinge. Diese Wucht nahm er für sich ein und schleuderte seinerseits die Blitze der Klinge auf den Drachen. Der Drache setzte weiter nach. Angriff um Angriff raste auf den Shinobi zu. Dieser wich immer wieder aus. Weiterer Blitzschlag sollte Sekiro treffen, doch erneut konnte er den Angriff auf den Drachen umleiten. Der Drache sackte zu Boden. Sekiro rannte zum Kopf des Gottes. Er verharrte einen Moment und schnitt dann mit der sterblichen Klinge in das Auge des Wesens. Dies tötete seinen Gegner nicht. Aber eine Essenz der göttlichen Drachentränen sammelte sich auf der Hand des Kriegers. Er hatte seine Aufgabe erfüllt. Für Kuro. Das Reich des Drachen verschwand und er kam im Turm von Ashina zu sich. Emma kniete vor einer leblosen, alten Person. Ishin-sama, was ist geschehen? Ishin-sama ist seiner Krankheit erlegen und verstorben. Ich verstehe. Ihr habt es sicher gespürt. Die Zentralarmee nutzt diese Gelegenheit für einen Angriff auf die Burg. Und der göttliche Erbe? Hat mein Herr die Burg durch den geheimen Durchgang verlassen? Ja, Werter Wolf. Der geheime Durchgang liegt in der Nähe des Grabens an der Ashina-Talsperre, nicht weit vom Mondblickturm entfernt. Kurosama hat die Burg durch den geheimen Durchgang verlassen und erwartet euch auf dem Silbergrasfeld. Ich verstehe. Als er den Turm verließ, sah er die brennende Umgebung. Das Tal von Ashina lag in Flammen. Doch auch das Feuer hielt ihn nicht auf, seine Aufgabe zu vollenden. Im Tal angekommen, versperrte ihm ein weiterer Gegner den Weg. Doch dieser war kein Hindernis für den Shinobi. Er parierte die Angriffe und setzte dann zwei gezielte Attacken nach. Der Geheimgang war erreicht. Er öffnete das Tor zum Tunnel und lief den langen Stollen entlang. Genauso, wie er es schon einmal tat. An jenem Tag, als Genichiro Ashina ihn bezwang und ihm den Arm abtrennte. Dann erreichte er die Blumenwiese.
Takarusama. Shinobi des göttlichen Erben, es ist lange her. Ich habe die zweite sterbliche Klinge. Genichiro. Wenn du glaubst, du könntest Ashinas Schicksal mit dieser Waffe ändern, dann irrst du dich sehr. Wolf. Niemand hat ein Recht auf das Vermächtnis des Drachen. Es gehört keinem. Ich wünschte, es wäre anders. Ist schon gut. Ein letztes Mal. Ja, beenden wir das. Ich führe Ashina zum Ruhm. Genichiro begann den Kampf mit harten Hieben mit seinem Schwert. Sie verletzten den Shinobi, doch er spürte den Schmerz nicht. Zu fokussiert war er auf seinen Gegner und sein Ziel, diesen endgültig zu besiegen. Den Untergang von Ashina verhindern. Doch noch als er dies sagte, rammte Sekiro ihm das Katana in die rechte Brust. Genichiro ging auf die Knie. Letzten Endes war ich machtlos. Doch das Drachenblut strömt durch ihre Adern. Damit hat Ashinas lange Nacht ein Ende. Genichiro schnitt sich selbst in den Hals. Aus dem Riss hervor schoss ein Arm. Erbärmlicher Enkel. Es war dein letzter Wunsch. Dass die Ashina-Familie ins Leben zurückkehrt. Und das bedeutet, Sekiro, ich muss dich vernichten. Komm, Sekiro! Ishin Ashina, der Schwertheilige, stand ihm nun gegenüber. Sekiro rannte auf ihn zu, wirbelte umher mit der sterblichen Klinge und setzte weitere Attacken nach. Als er das Schwert wieder in die Brust seines Gegners stieß, riss Ishin mit einem Lächeln auf dem Gesicht das Schwert aus seinem Körper. Mein Blut kocht. Sekiro. Jetzt setzte Ishin zum Angriff an. Mit seinem Langspeer schlug er weiter Attacken. Doch wieder konnte Sekiro ausweichen und setzte einen weiteren Treffer in die Brust. Dieses Mal wartete er nicht ab, ergriff die sterbliche Klinge und setzte mit zwei brutalen Schlägen nach. Dann ergriff er sein Katana, das noch immer in der Brust von Ishin steckte, riss es heraus und stieß erneut zu. Als er auf den Hals des Gegners schlagen wollte, konnte dieser den Angriff blocken. Nicht aber den nächsten, in welchem Sekiro das Katana in die Stirn von Ishin bohrte und die Klinge in einer einzigen Bewegung bis zum Bauch schneiden ließ. Gut gemacht, Sekiro. Legt wohl. Kuro lag noch immer inmitten der Blumenwiese. Wolf, wo bist du? Ich bin hier bei euch.
Nehmt die Drachentränen. Er nahm die Drachentränen in sich auf und schlief ein. Wir müssen sofort hier weg, mein Herr. Kurudono, möge er Frieden finden. Ich trage euch in meinem Herzen. Ihr alle, es ist Zeit. Ich muss gehen. Die Reise zum Ende unseres Schicksals wird in der Tat sehr lang sein. Und doch, willst du wirklich mit uns kommen? Das stimmt. Ich bin dir dankbar, Shinobi des Drachen. Wisse, dass Kuro meine Freude teilt. Lass uns nach Westen gehen. Zum Geburtsort des göttlichen Drachen.